Wird man nur geknechtet oder kriegt man auch Urlaub hier? Geknechtet. Nein, ich habe 30 Urlaubstage. Man hat irgendwie das Gefühl nicht, dass das irgendwie so Mitarbeiter- und Chefverhältnis ist, sondern wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis mit den Chefs. Tschüss, Grabi. Wir warten, sonst muss ich lachen, Grabi. Also ich könnte ja auch ein Interview mit uns drehen. Ich habe damals von früh bis abends gearbeitet, also das heißt von 8 bis 19 Uhr. Das habe ich hier gar nicht. Also wir haben ein Schichtsystem. Das war auch eins der Gründe, warum ich gewechselt habe, wegen dem Gehalt. Und bin ich auch zufrieden. Hier bei Fit for Zahn. Die Chefs bestellen uns öfters Essen. Das letzte Mal hatten wir Spaghetti Bolognese. Und heute haben die Mädels auch was zum Brunchen geholt. Also wir hatten einiges da. Uns wird Wasser zur Verfügung gestellt. Oho. Still und spritzig. Also die Praxis ist richtig schön. Man kommt rein, man fühlt sich gar nicht wie in der Zahnarztpraxis. Es ist alles sehr, sehr modern. Fühle ich mich fast wohler wie zu Hause. Leider war... Gibt es auch einen Praxishund? Ja, die Luna. Die kommt uns ab und zu besuchen. Was soll ich jetzt über die Luna erzählen? Ja. Ja, okay. Luna ist ein schwarzer Labrador. Sie ist ganz süß. Sie stinkt nicht und die lässt sich streicheln. Und ich darf sie sogar küssen. Würdest du den Leuten empfehlen, sich bei Fit for Zahn zu bewerben? Ja. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Wer ist dein Lieblingszahnarzt in der Praxis? Der Rainer. Was gefällt dir beim Herrn Dr. Rainer Lösch so? Das Gesamtpaket ist einfach toll. Nein, alle drei Chefs sind zwischenmenschlich wirklich sehr toll. Unsere Praxis ist wunderschön. Ich könnte über die Praxis reden, weil die ist wirklich ja. Sexy.